So, ich bin im Hauptmenü. Ja, ich bin auch da. Bin ich ja mal gespannt, ob wir sofort direkt zusammen spielen können oder ob es irgendwelche Hindernisse mal wieder gibt. Ich starte mal und dann gucke ich mal. Ja, ja, bla, bla, bla. Ich starte. Lies dir das erstmal alles durch. Ja, ich stimme total allem zu. So. Also, wir haben ein neues Spiel. Wir haben Filmmodus. Okay, neues Spiel. Starte neues Spiel. Filmmodus. Eine Auswahl vordefinierter Ausgänge ansehen. Wolfsrudel. Host ein Spiel oder tritt einem bei, um das Erlebnis mit Freunden zu teilen. Das klingt schon mal gut. Willst du den Horst machen? Ich bin der Horst. Ja, wie ist der Horst? Die Weitergabe des Controllers mit anderen zu spielen. Ich behalte meinen. Ich behalte meinen. Zar oder banal. Podcasts anhören, ne. 2K-Konto. Braucht man das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich mach mal den Horst. Ja, Wolfsrudel. Mach den Horst. Willkommen bei Wolfsrudel. In diesem Multiplayer-Spielmodus kannst du... Wie wird das ausgesprochen? Query, glaube ich, oder? Query. Kannst du die Kaulquappe gemeinsam mit deinen Freunden erleben? Indem du einen anderen Spiel beitrittst oder selbst oder als Host eins erstellst. Eure Entscheidungen und Handlungen im Spielverlauf können je nach Auswahl der Host-Optionen vielerlei Auswirkungen auf das Geschehen haben. So, okay. Ich will ein... ein neues Spiel... So, ich will jetzt aber jemanden einladen. Ja, Spiel hosten ist schon klar. Freunde online. Also ich kann eine Kalle einladen. Ich kann Schurter einladen. Ich kann keine Charlie einladen. Muss ich mich auf On stellen vielleicht wieder? Warte mal. Das wäre vielleicht hilfreich. Das machen wir doch glatt. Machen wir doch glatt. Der, die Host, hat bei allen Entscheidungen das letzte Wort, während die Mitglieder des Wolfsrudels für ihre bevorzugte Option stimmen. Wie immer. Oh, da ist ein Charlie. Ja, da bin ich. Habe ich dich jetzt eingeladen? Ja. Ich guck sofort. Was eine Einladung. Eine Einladung. Erhalten. Vom Gärten. Beitreten möglich. 2 von 8. Ja. Das kann man zu 8 spielen. Ja. Na, hätte ich das mal eher gewusst. Ja, lad doch den Kalle einfach auch mal ein. Ich lad mal Kalle mit ein. Wo ist der eigentlich? So. Den habe ich schon seit Tagen, Wochen nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Gibt's doch nicht. So. Haben die sich verlaufen, die ganzen Lemminge? Ich weiß auch nicht. Kommt ein Kalle oder kommt kein Kalle? Ich weiß gar nicht, ob der The Quarry hat. Aber ich weiß das aber auch nicht. Schreit der Chat was? Nö. Nee. Noch keiner da? Doch keiner da, ne? Dann werden wir mal ein Spiel starten. Bam, bam, bam. Warten Sie auf andere. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. Warten auf andere. Ich warte schon die ganze Zeit auf andere.
Ich muss jetzt nicht warten, bis 8 Mann dabei getreten sind, oder? Echt jetzt? Ich wollte jetzt keine Faschingsbirnen oder sowas dabei haben, oder? Ich wollte das schon ein bisschen zweitspielen. Faschingsbirne. David Aquett. Was ist David? Dö 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 Even Evergoro. Bis jetzt wirkt es ziemlich fröhlich, das Spiel. Ja, ne? Auch eine schöne Musik. La la la. La la la. Schönes Lied. Ich hole gleich mein Feuerzeug raus und mache hier den hier. Ich habe ja gar keine Kamera, kann keiner sehen. Simulator 2022. Ich finde es ja lustig, dass sie die Antriebswelle nicht gedreht haben. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist... Ein Arsch. Lost. Das ist diskutabel. Bitte was? Was? Nimm dir was? Etwas bitte Zeit was? Für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Ernsthaft? Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Wieso haben die mich da reingeschnitten? Ja, Hase, nicht schlecht. Danke. Mann, die Straßen werden ja immer schlimmer. Das gehört sicher zur rustikalen Sommercamp-Erfahrung. Ach ja, da wollte. Stopp. Ey! Müsstest du gerade das Quicktime-Event auch machen? Ja. Ach du Scheiße, ich hör auf. Wieso? Das heißt, wir müssen beide das Quicktime-Event machen. Ja. Damit wir es schaffen. Ja. Das heißt. Nein. Was hast du denn jetzt? Warum bist du denn so? Warum? Nein. Ich hör auf. Ich weiß nicht, was er hat. Zum Hauptmenü. Charlie rauswerfen. Ich weiß nicht, was er hat. Ach du Scheiße. So, Wege. Aha, es gibt 15 verschiedene Wege. Es gibt 9. Ach, hast du jetzt echt die ganze Story jetzt unterbrochen, um dir den Quatsch da erstmal durchzulesen? Nee, mir geht es ja darum, wir müssen Quicktime-Events zusammen machen. Ja. Ich kenne dein Reaktionsvermögen bei Quicktime-Events. Ja, ich auch. Das Spiel wird unspielbar für mich.
Ach, na gut. Du hast ein Vertrauen in mich. Schon vor 200 Meilen vergessen. 200 Meilen, ja? Ja. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Columbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte. Columbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Ja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay, bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Ich bin dabei, ich bin dabei. Gab es eine Wegbeschreibung im Flyer? Nein, nur ein Fake-Fest mit Fake-Kindern um ein Fake-Lagerfeuer. Ah, wieder Gerbi ist der Horst. Hast recht. Alles okay? Ja, alles gut. Hey, Augen auf die Straße, Mister. Oh. Kaputt. War das jetzt dieses Quicktime-Event? Alles okay? Ja, ja. Ich meine, ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Ja, ist das dein Ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich... Ich meine, es war richtig nah. So richtig nah, aber vielleicht nicht. Keine Ahnung. Was siehst du? Kaputten Scheinwerfer. Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht's schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, ja, okay. Warum macht jetzt die Mutter aber auf? Eieieiei. Aber schön, sie diskutieren im Auto, ob sie jemanden verletzt haben, ne? Gehen aber nicht mal gucken. Kannst du steuern? Ich weiß nicht genau, wie. Ich kann hin und her gucken. Nee, das bin ich. Ich mach mal gar nichts, mach mal was. Siehst du das gleiche Bild wie ich? Ich sehe ein Auto. Ja. Und ich stehe mit dem Typi vorne an der Motorhaube und die Perle glotzt ein bisschen mit ihrem Handy in der Gegend rum. Und ich habe einen Cursor. Hast du jetzt das Tutorial unterbrochen? Nein. Was geht denn hier ab? Ich bin in den Kofferraum gegangen, habe... Ja, aber spielen wir jetzt beide gleichzeitig oder wie, verstehe ich nicht. Ich habe jetzt einen Brief vor der Nase. Ja, den habe ich auch. Wieso hast du nichts gesagt? Kann es mal jemand übersetzen kurz? Nein. Danke, Schatz. Ja. Kann ich was tun? Hase. Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier, bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht?
Ich mag kein offenes Feuer. Wo leuchtet die denn hin, damit das da was sehen kann? Vorne auf den Scheinwerfer. Alles besser als hier. Also ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Nichts. Also ich kann hier rumlaufen. Das ist schön für dich. Ich will mir den Brief nochmal angucken. Du darfst vorlesen. Ja, dear Mr. Brinkley. Text einblenden. Ah, sehr geehrter Mr. Brinkley, vielen Dank für Ihr Interesse an der Landes University. In diesem Jahr haben wir sehr viele interessante und hervorragende Bewerbungen erhalten, von denen wir leider nur eine geringe Anzahl berücksichtigen können. Auch Ihre Bewerbung haben wir sehr aufmerksam gelesen, wobei uns viele Punkte positiv aufgefallen sind. Bedauerlicherweise sind Sie ein Arsch und wir müssen Ihnen demnach mitteilen, dass wir Sie aufgrund der starken Konkurrenz nicht zu einem unserer Studiengänge zulassen können. Wir raten Ihnen, sich umzubringen und sich bei weiteren Hochschulen zu bewerben und wünschen Ihnen bei Ihrem Studium und Ihrer Zukunft kein Erfolg mehr. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Helen Mason, Studienberaterin. Ah ja, was für ein Pech. Loser. So, Cookie. Wunderschön. Was ist das? Hier ist was. Da ist jemand. Karre wieder fertig. Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt. Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. So, und hier entscheidest du dich. Was sowieso aus Prinzip schon genau das Gegenteil, wenn es mir nicht gefällt. Natürlich. Deshalb mache ich auch aus dem Prinzip die ganzen Quicktimes falsch. Sind wir trotzig? Wenn wir nicht. Das ist unser Freund. Unser Schatzi. Das ist ein Arsch. Der hat es noch nicht mal an die University geschafft. Das ist ein Loser, ja, aber. Aber er hat schöne Haare. Was, du bestimmst nicht über mich? Ich will nur nicht, dass du allein weggehst. Sag mal! So war das nicht gemeint. Ja, das will ich hoffen. Schatz, ich muss mich wirklich konzentrieren hier. Hey, ja. Ich denke, jemand ist da unten, okay? Siehst du? Was ist? Richtig so. Vielleicht ein Verletzter. Ich muss mir das ansehen. Kann ich nicht mal die Futterluke zumachen? Er hat die Bounce gemacht. Gut. Also, ich sag jetzt mal nichts dazu. Was kann ich denn hier eigentlich machen? Kannst lesen. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringen Konsequenzen mit sich. Denk und tu dir nicht weh. Okay. Ich bin irgendwie nur ein Blöb im Bild. Was soll das? Ich hätte irgendwie den Multiplayer anders vorgestellt. Ja, ich auch, ein wenig. Hinweis entdeckt. Harum Scarum. Was ist das? Ja, okay.
Ab jetzt spiele ich wieder blind. Also ich habe es vorhin schon mal ein bisschen ausprobiert, um das ein bisschen reinzukommen. Bisher habe ich genau gespielt. Lass mich mal ganz kurz versuchen, ob ich irgendwas hier mit meinem Blöb machen kann. Ja, jetzt steht bei mir ein blauer Punkt mit, schau dich jetzt eben da. Ja, ist ja toll. Das ist süß. Das ist ein geiler Multiplayer. Ich kann hier einen Punkt auf dem Bildschirm machen. Wunderschön. Aber sonst... kann nichts machen. Ja. Ich mag ganz viele Punkte. Und ich habe jetzt schon feststellen müssen, wie gesagt, bisher habe ich gespielt ungefähr vorhin mal, um zu gucken, wie es läuft alles. Mhm. Und ich habe jetzt schon einen Unterschied entdeckt. Jetzt schon einen Unterschied? Ja. Wir verraten aber noch nicht welchen, ne? Vielleicht spielen wir es ja nochmal. Und vielleicht darf ich dann auch steuern. Ja, das nächste Mal muss kein umgedreht, dann machst du den Host. Ja. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was hier der Multiplayer für ganze 8 Spieler ist. Entfesselungskunst, Truhe. Hast gemerkt, du musst lesen. Ja, eine Truhe voller seltsamer Gerätschaften. Vielleicht gehört sie einem Entfesselungskünstler. Ein Relikt eines Wanderzirkus, der durch diese Gegend gekommen sein muss. Kann man das noch... Ach nee, das sind nur Bilder, ne? Man kann jetzt nicht... Hier ist ein Fragezeichen. Ja, ich dachte, kann man das noch umdrehen oder so? Nee, ne? Also angucken kannst du es nicht direkt. So, Harumskarum-Plakat. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Es scheint schon eine Weile hier zu sein und wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Siehst du eigentlich auch die komische Tussi im Hintergrund? Die komische Tussi im Hintergrund. Auf dem Plakat jetzt? Nein, ich sehe quasi jetzt den Kopf von der... Mit dem Bild in der Fresse, ja. Ja, fühlt sich der Kopf heute auch so komisch? Ja, ich sag doch, die hat einer eine Klatsche. Die hat ja auch ewig den Mund so offen stehen. Nein, ich war das nicht. Das ging von ganz alleine. Mhm. So, wer sind denn die Macher gewesen? War das die Macher von Until Dawn bei dem Spiel? Ich vermute es, ich weiß es aber nicht. Die habe ich gesehen. Kann ich irgendwie schneller laufen? Tja, so langsam die läuft, gehen wir, dass die weg ist. Läuft die jetzt einfach blöd durch den Wald rum und der Typi, der merkt das noch nicht mal? Anscheinend. Rechts oder links? Rechts oder links? Ich gehe zurück. Ich gehe weiter nach vor. Denke ich. Ich finde es ja cool, dass die Taschenlampe vorne halten sollte, damit da was sieht bei so einem Autoreparatur. Ja. Aber er war ja schon fast fertig. Ich glaube, da hat sich ein Teelicht reingestellt oder sowas. Hm. Ja, was haben wir denn hier? Oh, ein paar. Oh. Silent Hill ist ein Film. Ja, ist auch ein Spiel. Ach ja, stimmt. Ja,
klar, Mädel. Erstmal losrennen. Ist richtig. Und gleich macht sie bei uns Wetten. Ich wollte, dass sie bei uns macht. Du hast verfehlt, du hast mich verarschen. Max? Max! Du musst es nur noch oben drücken. Hey, hey, was schreist du so? Ich drück immer Kreis, weil ich denke, das ist ein Kreis. Was? Oh mein Gott. Silent Hill. Fokus, Fokus, Fokus. Philippus. Schnell. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay. Er hat die Haare schön. Hast du es gesehen? Nein, aber was gehört? Lass uns verschwinden. Komm schon. Komm schon! Oh Gott, ich denke, du hast ihn gecheckt. Das habe ich und es lief alles. Hase, ich weiß, du bist nervös, aber komm wieder runter, okay? Ich bin nicht nervös, Max. Ich bin am Ausrasten. Ist bestimmt nur irgendein Tier gewesen. Nein, es war kein Tier. Du hast es nicht gesehen. Es war eine Laura, Frau. Das bringt nichts. Hörst du? Gut. Wer sagt's denn? Alles gut. Siehst du? Bring uns einfach weg von hier. Max! Ich bin dran. Armer Loser. Alles wird gut. Einer muss wohl schießen. Wir sind hier drin sicher. Ehrlich, wir sind okay. Scheiße, Mike! Oh, fuck! Oh mein Gott, mein Herz ist explodiert. Man beachte, Scheibe runter. Es ist ein amerikanischer SUV. Wie geht's Ihnen heute Abend? Hm? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Mhm. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, Schauspieler. Fällt bis gerade der Name nicht ein. Ja, mir auch nicht. Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Weg gewählt. Ach, das ist eine Masse des Videos. Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Geil. Die Videos sind echt der letzte Schrei. Warte mal, guck mal, Kampf. Das hört mich jetzt gerade ein bisschen. Ach, gibt's noch nicht, kann ich noch nicht angucken. Nee, haben wir noch nicht freigeschaltet. Unterbrechen. Wieso krieg ich kein Video? Ich hab kein Video. Wow. Okay, gut. Ich hab kein Video gehabt. Muss ich das gleich reinschneiden? Ja. Was ehrlich? Warum? Ja, weil du einen Loser am Steuer hast. Kannst froh sein, wenn der Polizist dich mitnimmt. Der hat Blut am Hals und du bist ehrlich zu dem. Ja, vielleicht hat er sich beim Rasieren geschnitten. Okay. Wir, irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind Max wir hier. Max ist schuld. Etwas ist gesprungen. Mmh.
Tut mir leid, es ist nur so dunkel und es passierte so schnell. Und sie verschwand. Sie? Ma'am, ist jemand verletzt? Nein, Gott, nein, auf keinen Fall. Also, ich meine, ich denke, ich weiß nicht. Sir? Dad. Mutter laufen lassen. Ab, Defcon. Sir? Kopf wirkt beunruhigt. Ist der Kerl nicht der gruseligste Kopf? Ich weiß nicht, das ist mein erster Kopf. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Das ist mein erster Kopf. Stüttel aufgeregt. Oh nein, endlich einer mit Uniform. Das ist auch verkehrt. Auto mit Selbinde fährt nie. Und jetzt verraten Sie mir. Was zur Hölle? Sie zwei, allein hier draußen, um die Uhrzeit tun. Ihr habt ein romantisches Zechtelmechtel. Ich mag den Kopf. Der ist bestimmt voll seriös. Wir sind mal freundlich. Wir fahren zum Hackett-Quarry Sommercamp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh. Nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Da, guck er. Blut. Kennst du es jetzt? Ja, guck, der halbe Bart steht ja noch. Der hat sich bestimmt geschnitten. Wir schaffen das nicht bis nach Hackett's Quarry. Also, wenn das beim Rasieren passiert ist, oder? Nicht heute. Ist der sehr unfähig, ich weiß. Harbinger Motel. Ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Vielleicht hat er auch eine Freundin, die da drauf steht. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Okay. Okay, fein. Ja, wir fahren zum Motel. Verstanden. Da ist nur ein kleines Problem. Ich habe hier mitten im Nirgendwo keinen Empfang auf dem Smartphone. Was heißt, wir haben uns verfahren? Komplett. Okay, Ma'am. Steigen Sie aus. Wie, was? Ich zeige Ihnen nur die Lage des Motels auf der Karte. Okay? Aber das kann ich nur, wenn Sie aussteigen. Okay, klar. Sie bleiben im Wagen. Schon okay. Sie ist ein total seriöser Kopf, habe ich ja gesagt. Ja, total seriös. Auf die nasse Motorhaube. Sowieso. Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Sind die immer Harbinger Motel? Ich weiß nicht. Ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Ich bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen gleich am Morgen. Wie ist denn da? Ich kenne den Umbau. Ja, ich auch. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Aber wenn da draußen Kurve jemand kommt? Ist... Ja, ich sehe nach. Gute Nacht. Sehr sympathischer Mensch, doch. Kann man die mitnehmen? Mann. Wieso sitzt der Kerl noch da? Was soll das machen? Braucht sich eine.
war eine große Hilfe. Du warst eine große Hilfe. Brillant. Was meinst du damit? Du hast gezittert wie eine kaputte Waschmaschine. Ich hätte Hilfe gebrauchen können. Ich meine, du gefielst ihm besser. Weil ich sehr sympathisch bin. Naja. Hat der Max eigentlich ein Tattoo am Arm oder ist das Dreck? Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer vereinbart. Kreis runter Dreck. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Nein, das klingt schrecklich. Also, ja, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm, ja, wenn du 15 wärst. Was? Ah. 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Weißt du, woran mich das erinnert? Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig. Die gleiche Veranda wie bei Freitag der 13. Und wir verschwenden uns. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Max, komm schon zurück. Ich darf wieder nichts machen. Das ist, ehrlich gesagt, finde ich das wirklich ein bisschen doof, weil du halt. Ich dachte, das ist wie bei Your Dark Pictures. Ja, ja, dachte ich eigentlich auch. Aber hier ist ja. Weil was bringt mir das, mit dir zu spielen, wenn ich gar nicht spielen darf? Was bringt es dir, mit mir zu spielen? Das merke ich mir. Wenn ich gar nicht spielen darf. Heute folgt die Formel nach Hause. Ah, okay, wir müssen halt unbedingt Quarry spielen, unbedingt. bitte, wir spielen Quarry. Ist denn jetzt so, was bringt es mir, mit dir zu spielen? Das stimmt ja gar nicht. Das merke ich mir, genau. Ich habe gesagt, was bringt es mir, wenn ich nicht spielen darf? Ich dachte ja, einer spielt den Loser und einer die Freundin. Ja, ich habe gedacht, dass jeder ihn spielt, aber das ist wirklich. Vielleicht ist es ja wirklich noch Tutorial und ist, ne? Ja, das ist meine Hoffnung noch, ja, dass ich habe. Aber so bis jetzt ist es ein bisschen blöd. Ja. Wie gesagt, ich hätte es wirklich gedacht, das ist wie Dark Pictures, dass jeder einen Charakter steuert. Ja. So Little Hope-mäßig, da haben wir ja Tutorial auch so gemacht. Naja, weil ich verstehe es halt nicht, dass ich halt alleine steuere, weil das andere war ja halt dieser Koop-Modus, weißt du, wo da stand ja direkt da, teile mit deinem Freundin den Controller. Hm. Ja, oder abwechselnd, bla bla bla, irgendwas. Hm. Und hier stand ja direkt, spiele mit deinen Freunden, nicht lass deine Freunde blöde zugucken. Ja, wer weiß, da sind ja auch mehrere Figuren noch auf dem Cover. Also wir müssen sagen, ne, wir spielen komplett blind. Wir haben uns nicht spoilern lassen, gar nichts. Und da sind ja noch mehr Figuren, vielleicht kommt da noch jemand zu, den ich dann spielen darf. Weil wozu habe ich denn hier so einen Punkt? Das macht dich noch stärker. Hier, ich kann ja noch nicht mal mit dem Punkt. Ja, du kannst mir ins Bild reinschen damit. Ja, supi.
Bing, 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 bing. Ich habe jetzt auch keinen richtigen Plan, was ich hier machen soll. Ja, ich habe nicht zugehört. Wir suchen irgendjemand, weil irgendjemand muss ja da sein, weil die Karre hier steht. Das hat sie ja schon festgestellt. Ja. Guck mal, hätte es noch eine Tür unten drin. Ich würde sagen, wir gucken mal noch dahin. Ja. Bevor wir unserem Loser im Auto mal wieder Hallo sagen. Ja. Was passiert was? Mein Loser-Freund. Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Echt? Ist es Mr. Hackett? Keine Ahnung. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey, klingt nach einem guten Plan. Warte, was ist das? Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht... Da drin ist jemand. Wieso hast du keinen Bolzenschein im Auto? Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Irgendeiner kriegt doch gleich was ins Auge, oder? Stopp. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Hier, so ein Hammer. Ich nehme den Hammer. Mit dem Hammer kriegt man alles auf. Das ist der Hammer. Hammerzeit. Ganz sicher? Das wird aber super laut. Da wird Hilfe gebraucht. Also beschädigen wir fremdes Eigentum. Wow. Never. Never. Doch, das ist Realismus pur. Yeah. Never. Ich habe schon solche Schlösser aufgeschlagen. Und so definitiv nicht. Zeig was du da machst, einen Beulen rein, das Moos. Was ist denn das hier, eine Nazi-Binde? Ach nee, ein Eimer. Ja, ist ja fast das gleiche. Du kennst Evil Dead, oder? Psst. Hallo? Sind Sie hier? Existieren Sie? Geht nur langsam. Hey, pass bloß auf. Wieso setzt er sich jetzt dahin? Ich dachte, ich darf den steuern. Das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Mann, ey. Ian. Dann mache ich weise weiter Punkte ins Bild. Noch keine Punkte ins Bild, das sieht blöd aus. Entschuldigung. Ich wollte mich ins Spiel einbringen. Blutiges Halsband entdeckt. Hinweis. Oh mein Gott. Da hatte jemand groß Hunger. Max? Max ist schon eingeschlafen. Nochmal hier bitte hingucken. Kannst du noch ein Happy für mich mit dran? Ein paar
Verschiedene Rippchen. Verschiedene Rippchen sind das. Oh, die können wir ein paar mitnehmen. Max! Pack mal die Rippchen ein. Max, hast du die Kühltasche mit? Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Ich glaube ja. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Nein, also echt, das fängt ja... Oh nee, wie kann man denn... Du kommst in den Keller, wo du einbrichst, siehst deine zerhackten Typen rumliegen, bist auf die Knochen abgenagt und denkst dir so, Max, komm mal her, ich glaube, hier ist jemand. Hä? Mhm. Oh nee. Oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Hat er ein Hörgerät? Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Max? Da kam seine Fantasie. Max! Max! Ich blute. Ich blute. Geil. Ich blute stark. Komm, wir retten ihn. Klar, ich hole ein Pflaster. Ein Entscheidungsweg, okay? Komm, mach doch mal ein bisschen mit, yo. Wieso hat der denn... Der hat doch nichts an den Füßen. Warum muss der denn schleifen? Das lässt wieder reinfallen, glaube ich. Tetanus-Impfung. Corona-Impfung. Hab ich auch gedacht. Aber ich wollte es nicht so sagen. Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Erst fragen, ja. Dann schießen. Was leuchtet in sein Ohr so? Weihnachtsbeleuchtung. Weihnachtsbeleuchtung im Ohr. Trägt man jetzt so. Oh, du Ohrige. Oh, du Hörige. Gnadenbringende Ohrenzeit. Ah, die Mucke. Die Mucke finde ich genial. Sehr passend doch. So, jetzt muss ich mir noch mal ganz kurz... Ist das der Mond? Achso. Ja, das war The Crowy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gucke gerade auf der Verpackung. Da steht echt USK 18 drauf. Mhm. Du hast Blut gesehen. Vielleicht siehst du gleich noch ein Höschen. Na, vielleicht ist kein Höschen. Oh. Ja. Ein Höschen sehen wir gleich. Mhm.